So, schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar der Deutschen Handlinken Hilfe. Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite den Rechtsanwalt Hans-Joachim Butsche in Köln, der uns heute zu den Themen Behindertentestament, Erben und Vererben was vorbereitet hat. Guten Tag, Herr Butsche. Ja, guten Tag, Frau Winkelmann. Ist jetzt mein Part dran? Nein, ich mache kurz noch eine Einführung und dann übergebe Ah, ich gleich okay. an Sie. Ja, Also, ich voll. begrüße ganz besonders die Teilnehmer, die heute Nachmittag bei dem schönen Wetter es vorgezogen haben, sich dem Thema, dem doch etwas schwierigen Thema zu widmen und hier bei uns sind. Ganz herzlich willkommen in die Runde. Ich bin Michaela Winkelmann, ich bin die Vorsitzende der Deutschen Handlinkenhilfe und grüße Sie heute aus Filderstadt bei Stuttgart. Ich möchte ganz kurz Ihnen ein paar Tipps geben zum Umgang mit dem Zoom-Tool, ein paar Sachen zur DHH sagen, unseren Referenten kurz einführen. Und dann übergebe ich an Sie, Herr Gutsche. Ich habe im Nachgang noch ein paar Informationen an Infomaterial zum Thema gesammelt und unsere Ansprechpartner. Und je nachdem, wie viele Fragen gleich noch kommen werden, das Ende ist auf etwa 15:30 Uhr gesetzt. Aber das hängt davon ab, wie viel Diskussion, wie viele Fragen heute kommen werden. In dem Zoom-Tool gibt es für Sie als Teilnehmer ganz unten einen Knopf, der heißt F&A. Dort können Sie draufdrücken und Ihre Fragen einstellen. Die Fragen können Herr Gutsche und ich dann sehen. Und ich werde sie dann in Ihrem Namen vorlesen und auch mal nur die Vornamen verwenden. Und sobald die Frage beantwortet ist, wir werden Herr Gutsche die Frage mündlich beantworten, wird sie dann die Frage in dem Tool sichtbar sein. Wenn das zu kompliziert wird heute, wenn die Fälle mit Worten besser zu beschreiben sind, mit mündlichen Worten als mit Schrift, dann schreiben Sie gerne auch Ihren Namen rein, der Wortbeitrag. Dann schalten wir Sie heute frei das Mikrofon, damit Sie dann Ihre Beispiele einbringen können. Die Deutsche Handlinkenhilfe ist die Selbsthilfeorganisation, Patientenvertretung der Handlinken-Familie in Deutschland. Wir sind bundesweit tätig, haben eine zentrale Beratungsstelle, Geschäftsstelle in Duisburg und bieten neben Austauschtreffen, Infoveranstaltungen, wie aber auch heute jetzt online zum Beispiel an, haben für unsere besonderen Zielgruppen spezifische Angebote, haben eine Jahreskonferenz, die nächstes Wochenende stattfinden wird, unter Corona-Bedingungen im reduzierten Format, auch Online-Format. Und bringen eine Quartalszeitschrift aus, das ist der Huntington Kurier. Und wer noch kein Mitglied ist, kann hier unten die URL finden. Vorteile von unserer Mitgliedschaft sind vor allem der Huntington Kurier mit den Informationen drin, aber auch Vergünstigungen bei Infomaterial wie Veranstaltungen. Wir bieten auch finanzielle Unterstützung und den ganz großen Vorteil der Gemeinschaft, die wir sind, wo wir jeden herzlich willkommen heißen und bei uns willkommen. Informationen habe ich schon gesagt, gibt auch Sozialrechtsberatung. Und weitere Vorteile können Sie hier nachlesen. Wir geben vor allem den Handlinken-Familien damit eine Stimme. Und einen kleinen Werbeblock noch kurz vor Weihnachten. Keine Werbung für Amazon Smile, aber wer dort bei Amazon einkauft, kann der DHH damit Gutes tun, indem er uns als Organisation auswählt. Das war der kurze Teil, den ich bringen wollte. Den Herrn Butsch habe ich heute Morgen zum ersten Mal in der Tat wirklich live gesehen. Ich war live noch gar nicht mal. Zumindest mal auf dem PC heute Morgen zum ersten Mal gesehen. In Kontakt sind wir seit Ende letzten Jahres, als Herr Lange den Kontakt hergestellt hatte, dass die Deutsche Handlinkenhilfe einen Rechtsbeistand sucht. Und der Herr Butsch hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns zur Seite zu stehen, mit all seiner Kompetenz, was uns sehr freut. Auch mit seiner Frau an der Seite, so habe ich eine E-Mail gerade eben nochmal rausgelesen. Wir hatten per E-Mail schon mehrfach Kontakt in der Zeit. Und freut mich besonders, dass Sie heute auch zur Verfügung stehen für ein Online-Seminar zu dem Thema Behindertentestament, Erben und Vererben. Und damit möchte ich auch gleich an Sie übergeben. Ein herzliches Dankeschön schon mal vorab. Und Sie können gerne noch ein paar Worte zu sich sagen und dann den Bildschirm teilen. Bitte schön, Herr Gutsche. Ja, guten Tag, Frau Winkelmann. Ich begrüße Sie auch und auch alle Teilnehmer, die heute hier am PC sitzen und dem Thema Behindertentestament zuhören wollen. Wir beschäftigen uns heute also mit dem Thema Behindertentestament und fragen uns, warum, wieso und weshalb und auch wie ein derartiges Testament abgefasst wird. Daneben werde ich versuchen, angrenzenden Regelungsbedarf aufzuzeigen und hoffentlich durch die Ausführung dann ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Mein Werdegang. Seit 1989 bin ich zugelassener Anwalt und als solcher mittlerweile 30 Jahre tätig. Mit mir wurden auch die Mandanten älter und irgendwann kamen dann die Fragen nach testamentarischen Regelungen, Vorsorgevollmachten und auch Patientenverfügungen. Das gehört alles irgendwie zusammen.
Entsprechend stellt mittlerweile ein Schwerpunkt meiner anwaltlichen Tätigkeit dieser Rechtsbereich auch dar, weil genau wie ich alle älter geworden sind. Ältere Mandanten, die vor mir schon weitaus älter waren, hatten es schon nötiger und denen habe ich auch schon geholfen. Mein Name ist Hans-Joachim Gutsche, ich bin Anwalt in Köln. So, ich habe eine kleine Ausarbeitung stichpunktartig vorbereitet. Die versuche ich jetzt gerade mal in dem Bildschirm, wie wir es gerade versucht haben, aufzunehmen. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Das sieht wunderbar aus, Herr Gutsche. Wir können das sehen. Ja, ist da. Ja, alles gut. Ja, sieht gut aus. Also, Thema ist heute das Behindertentestament und der Vortrag ist extra auch für die Deutsche Handicaptenhilfe von mir jetzt vorbereitet worden, weil das auch für mich das erste Mal ist, dass ich einen solchen Vortrag online halte. Das Lampenfieber, was manche der Teilnehmer vielleicht haben, wenn sie Fragen stellen, habe ich also auch. Von daher kann ich alle nachfühlen, die halt hier am PC sitzen und Fragen stellen oder Fragen stellen wollen. Ich versuche zu beantworten, was ich beantworten kann und was meiner Kompetenz steht. Wenn ich mal sagen muss, tut mir leid, dass es meine Grenzen reicht, dann wird es auch so sein. So, Sinn und Zweck eines Behindertentestaments. Warum stellt man die Frage nach einem Behindertentestament? Das Problem ist, der Behinderte erhält meistens Sozialleistungen, ob Grundsicherung oder Eingliederungshilfe. Also wenn er behindert ist, gibt es besondere Leistungen des Staates, die ihn eingliedern sollen in das normale Leben. Und dann passiert der Fall, der häufig passiert, Eltern versterben, Vermögen geht auf den Behinderten über und dieses Vermögen ist dann halt im Vermögen des Behinderten und kann von ihm gebraucht werden für Zwecke, die er persönliche Art haben möchte. Er möchte es aber sicherlich nicht einsetzen, um Heimkosten zu bezahlen. Und da stellt sich die Frage, wie kann man verhindern, dass dieses Vermögen dann dafür genutzt wird, dass der Sozialhilfeträger auf dieses ererbte Vermögen zugreifen kann. Das ist das Problem und das versteht man unter dem Begriff Behindertentestament. Es soll also durch das Behindertentestament erreicht werden, dass der Behinderte der Erbe wird, zwar dieses Vermögen erhält und es nutzen kann, dass es aber nicht dazu verwandt wird, dass damit die Heimkosten statt von der Stadt, von dem Staat, vom Land oder woher auch immer bezahlt wird, aus dem Vermögen zunächst bezahlt werden muss. Der Sozialhilfeträger soll also keinen Zugriff auf das Vermögen haben. Das ist Sinn und Zweck des Ganzen. Der normale Erbfall sieht dann so aus, da gibt es einen V, einen Vater und eine Mutter. Die haben einen Sohn und eine Tochter. Der Vater verstirbt, der Sohn und die Tochter ist in diesem Fall behindert, erben normalerweise 25% des Vermögens des Vaters neben der Mutter, die 50% insgesamt von dem Vermögen bekommt. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann bei der behinderten Tochter vermieden werden, dass sie verpflichtet wird, dieses geerbte Vermögen einzusetzen für ihren besonderen Bedarf, für die Heimkosten, die ansonsten vom Staat getragen werden. Das Problem bei dem Ganzen ist halt, dass es ein Subsidiaritätsprinzip gibt und einen Nachranggrundsatz. Der Staat ist dann erst eintrittspflichtig, wenn der, der Geld braucht, es selber nicht aufbringen kann, sei es aus Einkommen, also Renten oder Einkünften aus Arbeit oder aus Vermögen. Erst dann tritt normalerweise der Staat ein. Um dies zu vermeiden, hat man ein sogenanntes Behindertentestament entwickelt. Ein Behindertentestament ist bei dem klassischen Fall, den wir oben hatten, Vater und Mutter sind vorhanden, sie haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Die Tochter ist in unserem Fall die Behinderte. In diesem Fall sollte es so sein, dass sich Vater und Mutter gegenseitig als Erbe einsetzen, und zwar als Vollerbe. Das ist das sogenannte klassische Berliner Testament. Das wird jeder schon mal vom Namen gehört haben. Und dann ist die Frage, was passiert mit den Kindern? Wenn die beiden sich als Vollerben einsetzen gegenseitig, hat das Kind, das behinderte Kind, einen sogenannten Pflichtteilsanspruch. Ein Pflichtteilsanspruch ist ein Zahlungsanspruch. Der geht nur dahin, dass man Geld bekommt. Man nimmt nicht teil am Vermögen selber. Man erbt also nicht das Haus, sondern nur einen Zahlungsanspruch gegen den, der Erbe wird. Würden sich Vater und Mutter gegenseitig als Längstlebende einsetzen und einer würde versterben, würde der Längstlebende alles erben, dann könnte jedes Kind einen Pflichtteilsanspruch geltend machen und sagen,
Wäre ich auch Erbe geworden, hätte ich in diesem Fall, wie ich es oben beschrieben habe, 25% von dem Nachlass bekommen. Mein Pflichtteil ist die Hälfte von diesem Betrag. Und das sind diese 12,5%, die ich hier oben aufgeführt habe. Diesen Betrag möchte ich ganz gerne als Geldzahlung von dir, lieber überlebender Elternteil, haben. Und diesen Anspruch wiederum kann das Sozialamt, kann die Stadt oder der, der Leistung erbringt, auf sich überleiten und so auch an diesen Pflichtteil herangehen. Und das soll auch gerade vermieden werden. Und deswegen ist es wichtig, das behinderte Kind in einem solchen Testament nicht zu enterben, sondern auch als Erben einzusetzen. Aber nicht mit seiner vollen Erbquote, mit den 25%, sondern mit einem ganz geringen Teil über dem Pflichtteilswert. Und zwar deswegen, weil setzt man es mit einem geringeren Betrag ein als mit dem Pflichtteil, wäre es ja sinnlos, dies anzunehmen. Dann würde dem Kind empfohlen werden, das Erbe auszuschlagen und nur einen Pflichtteil zu verlangen, weil es dann mehr bekommt. Also setzt man das Kind ein mit 12,5% plus X, also mehr als ein Pflichtteil. Das Kind hat also mehr als einen Pflichtteil auch bekommen als Erbe. Und dann kann kein Staat diesem Kind anraten, weil es ja mehr bekommt als ein Pflichtteil, die Erbschaft auszuschlagen. Das wäre eine ungünstige Regelung zulasten des behinderten Kindes. Deswegen ist es wichtig, dieses behinderte Kind mit einem Erbteil einzusetzen, der ganz gering über dem Pflichtteil liegt. Also statt 12,5% mit 13, 14, 15%, um auf der sicheren Seite zu sein. Das sind so die Vorstellungen, die man hat. Dieses Kind wird dann nicht eingesetzt als Vollerbe, wie der überlebende Elternteil, sondern nur als Vorerbe. Vorerbe deswegen, weil er nur Durchgangserbe sein soll, dieses Kind. Das Kind soll nur für einen gewissen Zeitraum Erbe sein und dann soll dieses Vermögen an einen Nacherben übertragen werden. In dem Fall, den ich hier aufgeführt habe, ist es sinnvoll zu sagen, die behinderte Tochter wird zum nicht befreiten Vorerben eingesetzt mit einer Quote von zum Beispiel 14 oder 15 oder 20%, so in der Größenordnung. Ansonsten soll Nacherbe dieses Kindes, wenn das Kind also versterben sollte, wiederum der längst lebende Ehegatte werden, sodass das Vermögen dann wieder, wenn der Elternteil, der länger gelebt hat, dieses Kind überlebt, auch wieder bei diesem länger lebenden Elternteil bleibt. Heißt also zur Konsequenz, wenn das behinderte Kind mit einer Quote von zum Beispiel 20% eingesetzt wird als Vorerbe, muss der länger lebende auch nur mit einer Quote eingesetzt werden. Er kann nicht alles erben. Also wird der länger lebende mit einer Quote als Vollerbe, nicht als Vorerbe, als Vollerbe von 80% eingesetzt. Also das Berliner Testament würde aussehen: Vater und Mutter setzen sich gegenseitig zum Vollerben ein mit einer Quote von 80%. Damit können sie machen, was sie wollen. Und das behinderte Kind wird als Vorerbe mit einer Quote von 20% eingesetzt. Sollte dieses Kind versterben, bevor der Elternteil, der länger gelebt hat, auch verstirbt, wurde automatisch der länger lebende Elternteil Erbe dieses Vorerbanspruchs werden. Erbe des längst lebenden Ehegatten, wenn also auch der zweite Ehegatte, der zweite Elternteil verstorben ist, ist dann halt der Sohn, der bisher noch gar nicht geerbt hat. Zum Ausgleich dafür, dass der bisher noch nicht beteiligt war, kann man bei dem dann halt einen Anteil von 2/3 zugrunde legen. Und bei der behinderten Tochter, die wiederum den längst lebenden Elternteil dann auch beerbt, eine Quote von 1/3. Auch hier haben wir wieder die Regelung, es sollte mehr als der Pflichtteil sein. Hinter dem längst lebenden Elternteil würde jedes dieser beiden Kinder 50% erben. Der Pflichtteil von der behinderten Tochter wäre 25% und etwas mehr als diese 25% muss sie ebenfalls erben. Und deswegen haben wir hier in diesem Fall diesen 1/3-Anteil eingesetzt, also 33%. In dem Fall muss dann das Gleiche wieder angeordnet werden. Die Tochter soll wiederum nur Vorerbin sein hinsichtlich dieses weiteren Erbanspruches hinter dem zweiten Elternteil und Nacherbe hinter ihr soll ihr Bruder, der andere Sohn, es werden.
Das ist das Konstrukt, was man halt macht, um ein Behindertentestament aufzustellen. Ist ein bisschen kompliziert. Vor- und Nacherbschaft. Was ist das? Bei einer Vorerbschaft hat der Vorerbe nur das Recht, aus den Einnahmen aus dem Vermögen zu partizipieren. Bei einer Geldanlage zum Beispiel, beim Sparbuch, darf dieses Kind nur auf die Zinsen zugreifen. Bei der Immobilie dürfte es nur auf die Mieten zugreifen, aber das auch nur in einem beschränkten Maße und zwar so, wie der Erblasser es jeweils angeordnet hat. Deswegen kann dieses Kind und damit auch der Staat, die Sozialbehörde, nicht auf dieses Vermögen zugreifen, sondern nur auf die Zinsen, auf die Einnahmen aus diesem Vermögen. Gleichzeitig wird in einem derartigen Testament auch noch eine Testamentsvollstreckung angeordnet. Eine Testamentsvollstreckung heißt, da wird jemand eingesetzt als Testamentsvollstrecker, der, ich sage da immer zu, setzt sich auf das Vermögen drauf und verteilt es so, wie der Erblasser es angeordnet hat. Das heißt also, der Testamentsvollstrecker hat eine umfassende Verfügungsmacht über dieses Vermögen und kann damit, ich sage fast immer, machen, was er will. Nach außen jedenfalls, aber nicht im Innenverhältnis. Im Innenverhältnis nur, soweit ihm der Erblasser eine Befugnis zur Verfügung übertragen hat. Welche Befugnis es ist, werde ich später unten noch aufführen. Wichtig ist, dass der Erblasser dem Testamentsvollstrecker ganz konkrete Weisungen erteilt, das und was er machen soll, zugunsten des behinderten Kindes mit dem Geld. In der Regelung, wer Testamentsvollstrecker werden soll, sollte man gleichzeitig mit aufnehmen, wer als Ersatztestamentsvollstrecker in Betracht kommt. Denn Sie müssen sich vorstellen, das Kind ist zwar behindert, aber es kann durchaus noch Jahre, Jahrzehnte leben, möglicherweise älter werden als der Testamentsvollstrecker. Wenn dann nicht geregelt ist, wer ersatzweise für den Testamentsvollstrecker, der auch versterben kann, eintreten soll, kann das ein Problem geben. Dann muss notfalls vom Gericht irgendjemand beauftragt werden, der aber gar nichts von den ganzen Absprachen und Regelungen kennt und weiß und nicht die Vorstellungen des Erblassers kennt. Deswegen ist es wichtig, dass der Erblasser in diesem Testament auch schon entsprechend seinen Vorstellungen, wenn das geht, vorsieht, wer Ersatztestamentsvollstrecker sein soll. Man kann auch regeln, dass dem Testamentsvollstrecker übertragen wird, dass der eine Bestimmung zu treffen hat, wer sein Nachfolger im Amt werden soll. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ein sogenanntes Berliner Testament. Aber im Berliner Testament ist es so, wenn einmal eine Erbfolge eingetreten ist, also einer der Ehegatten verstirbt, ist der andere Ehegatte grundsätzlich an dieses Testament gebunden und kann es nicht mehr inhaltlich verändern. Wenn also in früheren Jahren ein solches Testament gemacht wird, um ein behindertes Kind irgendwie abzusichern und durch einen Unfall verstirbt ein Elternteil, dann kann die noch junge überlebende Mutter oder der noch junge überlebende Vater keine andere erbrechtliche Verfügung mehr treffen in diesem Erbrechtsfall, außer der, die schon geregelt ist, außer dem längst Lebenden wurde das Recht übertragen, dieses Testament, dieses Berliner Testament nochmals inhaltlich zu verändern. Man kann also in einem solchen Testament anordnen, dass keine Bindungswirkung eintritt für den Überlebenden. Das halte ich für sehr wichtig, weil jeder weiß heute nicht, wie in 2, 5 oder 10 Jahren die Welt aussieht, wer schon verstirbt, was passiert, wer noch krank wird. Und deswegen muss es immer wieder angepasst werden und immer wieder neu überdacht werden, was in diesem Testament steht. Es ist also ganz wichtig, dass auch in diesem Testament steht, dass der Längstlebende dieses inhaltlich nochmal neu abfassen darf. So, Sinn dieses Testaments, was gerade von mir beschrieben worden ist. Der nicht befreite Vorerbe, der ist beschränkt in seinem Verfügungsrecht über das Vermögen. Der darf nicht von der Substanz leben, er darf also nicht zum Beispiel Immobilien verkaufen, er darf nicht Unternehmen verkaufen, er darf nicht das ihm übertragene Geld verbrauchen. Er darf nur aus den Erträgnissen leben. Aus Geld, also bei den Zinseinnahmen, darf er Ansprüche geltend machen, aus Immobilien bei den Mieteinnahmen, aus Unternehmen dürfen die Gewinne oder aus Aktien die Dividenden für den Lebensunterhalt verbraucht werden. Nicht aber die Substanz selber.
Zweck dieser Vor- und Nacherbschaft ist es also, den Nacherben die Substanz des Erbes zu erhalten. Deswegen macht man diese Regelung. So, und weil das der Zweck ist, hat gerade das Sozialamt dann keine Möglichkeit mehr, darauf zuzugreifen. Weil ein Testamentsvollstrecker eingesetzt ist, dem eine Aufgabe übertragen worden ist, nämlich den Willen des Erblassers auszuführen, und der Erblasser in dem Testament ganz konkret beschrieben hat, wie er wünscht, dass mit dem Vermögen und den Erträgnissen umgegangen wird, hat der Testamentsvollstrecker genau dies, was ihm vorgegeben wird, auszuführen. Er darf das nicht überschreiten. Er hat also die Aufgabe, das Vermögen in Beschlag zu nehmen und es vor dem Zugriff anderer, auch dem Sozialamt, zurückzuhalten. Er hat die alleinige Verfügungsmacht über das Vermögen und er ist alleiniger Sachwalter. Dieses als Vorerbe an den Behinderten übertragene Vermögen. Damit der Testamentsvollstrecker weiß, welche Gedanken der Erblasser hat, was mit dem Vermögen passiert, muss der Erblasser ganz konkret seinen Willen, wie mit dem Vermögen verfahren werden soll, dem Testamentsvollstrecker mitteilen. Und das sollte auch im Testament ausdrücklich so aufgeführt werden. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Urteil des Hessischen Landessozialgerichts aus dem Jahre 2013. Da ging es um einen Fall, in dem hat im Rahmen einer Vorerbschaft für ein behindertes Kind der Erblasser angeordnet, dass folgende Weisung des Testamentsvollstreckers zu erfüllen ist. Ich möchte das einfach mal nur wirklich vorlesen, wie es da geschrieben worden ist, weil das auch die Formulierung war, über die entschieden worden ist. Der vorhandene Nachlass soll dazu dienen, unserem Kind zu ermöglichen, sein Leben wie bisher weiterzuführen. Damit ist gesagt, bisher war es so, die Eltern haben aus ihrem Vermögen dem Kind immer wieder was Gutes gegeben, haben immer was Gutes getan und haben gesagt, du sollst heute mal in Urlaub fahren, die Krankenkasse bezahlt irgendeine Leistung nicht, eine neue Brille oder was auch immer, das bezahlen wir aus unserem Vermögen. Jetzt tritt ein Nacherbfall ein, das Kind ererbt auch irgendwas, wird als Erbe, in diesem Fall Vorerbe, und dann könnte das Sozialamt sagen, daraus bezahlen wir jetzt die Brille, da nehmen wir jetzt dafür und da nehmen wir, das soll gerade nicht der Fall sein. Also sagt der überlebende Ehegatte, dass der vorhandene Nachlass dazu dienen soll, den Lebensstandard so gut wie es geht höher anzusetzen als auf Sozialhilfeniveau. Also dem Kind soll nicht nur das gewährt werden, was die Sozialkassen ihm zugestehen, sondern darüber hinaus soll er für bestimmte Sachen auf das Vermögen zugreifen dürfen, aber nur, wie es im Ermessen des Testamentsvollstreckers steht. Wir stellen also in das Ermessen des Testamentsvollstreckers aus den Erträgnissen, also aus den Zinsen, aus den Mieteinnahmen und wenn er dies für erforderlich hält, auch aus der Substanz. Der Testamentsvollstrecker darf also auf die Substanz zugeben. Er muss es aber nicht, er darf es. Auch aus der Substanz des Vermächtnisses oder der Vorerbschaft Sachleistungen und Vergünstigungen für unser Kind zu erbringen, die der Testamentsvollstrecker für zweckmäßig und sinnvoll hält und die geeignet sind, unserem Kind Erleichterungen und Hilfen zu verschaffen. Also, die Substanz des Vermögens soll erhalten bleiben, das ist der oberste Grundsatz, und der Testamentsvollstrecker hat ein Ermessen, wie er dieses Vermögen aufbraucht und verbraucht, ob er an die Substanz geht, ja oder nein. Das Vermögen soll für das persönliche Wohl und die persönlichen Bedürfnisse entsprechend dem Grad der Behinderung unseres Kindes verwandt werden. Wir denken dabei insbesondere daran, dass unsere Tochter ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen sind für Kleidung, Bettwäsche, persönliche Anschaffungen, für Musikgeräte, Schallplatten, Fernseher, technische Geräte, entsprechend den technischen Entwicklungen und seinen Wünschen und Bedürfnissen. Behinderte können auch mit dem PC umgehen, PCs veraltern. Das behinderte Kind hat einen PC, der Testamentsvollstrecker meint oder der das Kind betreut, das Kind braucht einen neuen PC. Das Sozialamt sagt nein und sagt, dieser alte PC reicht noch, damit kann es doch spielen. Wenn mittlerweile der Fortschritt bei technischen Geräten so ist, dass ein neues Gerät sinnvoll ist,
kann der Testamentsvollstrecker also hingehen und sagen, ich tausche diesen alten PC jetzt aus und kaufe einen neuen aus den Zinserträgnissen, die dort sind. Genau das gleiche gilt für die Einrichtung eines Zimmers. Das alte Bett wird das ausgetauscht gegen ein neues. Das Sozialamt sagt, nein, das alte Bett reicht noch. Der Testamentsvollstrecker kann sagen, mittlerweile ist die Matratze durchgelegen, da muss man was Neues her, also machen wir das. Oder Urlaubsaufenthalte. Das Sozialamt sagt, nein, eine Woche Urlaub im Jahr reicht. Der Testamentsvollstrecker kann sagen, das Kind soll einmal im Herbst, einmal im Winter in Urlaub fahren für jeweils 2 Wochen und kann das aus diesem Vermögen und den Einnahmen finanzieren. Also Zimmer, Freizeit, Urlaub, einschließlich der Anschaffung der dafür notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände. Das Gleiche gilt natürlich auch für ärztliche Behandlungen. Nicht alles zahlt die Krankenkasse, nicht alles zahlt eine Pflegekasse. Es gibt Brillen, es gibt Zahnersatz, es gibt Kuraufenthalte, die halt ausfallen, die nicht bezahlt werden, die nicht übernommen werden oder auch Medikamente möglicherweise nicht anerkannt sind. Hier kann auch der Testamentsvollstrecker hingehen und sagen, das nehmen wir aus den Einnahmen, die wir haben. Besuche bei Verwandten oder Freunden, angenommen Verwandte wohnen in München, Berlin oder egal wo, zu denen hat der behinderte Kontakt. Das Sozialamt sagt, nicht jedes Wochenende muss das Kind da hinfahren. Es könnte aber hinfahren, wenn der Testamentsvollstrecker das bezahlt. Dafür ist das gegeben. Also muss der Erblasser in dem Testament ganz konkret vorgeben, zu welchem Zweck der Testamentsvollstrecker zugreifen darf auf das Vermögen und auf die Einnahmen aus dem Vermögen. Das ist also Aufgabe, die also in dem Testament hier geschrieben werden muss, die der Testamentsvollstrecker auszuüben hat. In manchen Testamenten steht zudem die weitere Passage und die bringt es an sich auch auf den Punkt, in dem dort der Zusatz aufgenommen wird, es sollen Leistungen erbracht werden an das Kind, soweit die Sozialhilfeträger auf diese Zuwendungen keinen Zugriff haben. Was bedeutet das? Der Testamentsvollstrecker sagt, dieses Kind braucht jetzt einen Porsche, der soll einen Porsche durch die Gegend fahren. Dass jemand mit einem 100.000 Euro teuren Fahrzeug durch die Gegend führt, kann sicherlich nicht sein. Wenn das Kind Vermögen hat und der Porsche gehört dem Kind, kann das Sozialamt selbstverständlich sagen, jetzt hast du Vermögen und greifst auf den Porsche zu. Deswegen hat der Testamentsvollstrecker immer nur die Aufgabe, so weit Leistungen an das Kind zu erbringen, die nicht von dem Sozialamt verwertet werden kann. Also es darf nichts übertragen werden auf das Kind und sagen, ich gebe jetzt die Eigentumswohnung frei, damit kann das Kind machen, was es will. Wenn das Kind die alleinige Verfügungsbefugnis über einen Gegenstand hat, kann das Sozialamt darauf zugreifen. Und das soll gerade vermieden werden. So, das Gericht hielt diese testamentarische Weisung für wirksam, die ich gerade hier beschrieben habe, in dem Urteil des Hessischen Landessozialgerichts. Und hat deswegen die damalige Klage des Landes auf Erstattung von Kosten aus dem Nachlassvermögen abgelehnt. Damit war der Zugriff auf das Vermögen durch die Behörde verhindert und das Ziel des Testaments war erreicht. Das ist also ein klassisches Testament, wie es gemacht werden sollte. Testamente können in vielzähligen Art und Weisen ausgeführt werden. Es gibt Besonderheiten. Manchmal ist es so, dass Familien nur ein Kind haben, das behindert ist. Es gibt sogar Fälle, da haben Familien 3 Kinder, die alle behindert sind. Und dann ist es natürlich schwierig, da die richtigen Regelungen in einem Testament aufzunehmen. Deswegen ist das hier ein Beispielsfall, wie es sein kann. Es ist nicht das klassische Beispiel, wie es sein muss. Der Einzelfall ist immer ganz konkret zu erforschen, zu besprechen. Man muss überlegen, welche Folgen können eintreten. Man muss überlegen, was passiert, wenn Unvorhergehendes passiert. Man denkt zwar, die Eltern leben noch die nächsten 20, 30 Jahre, ein Elternteil kann durch einen Unfall ums Leben kommen. Was passiert dann? Das alles sind Sachen, die halt im Vorhinein besprochen werden sollten. Und dazu sollten Sie sicherlich auch fachlichen Rat einholen. Das sollten Sie nicht alleine im stillen Kämmerlein entscheiden, sondern suchen sich Leute, die halt über Erbrecht Kenntnisse haben und die halt auch sowas schon mal gemacht haben. Das können Rechtsanwälte sein, das können Notare sein. Ich glaube, alleine sollten sie es nicht machen. Und da sind wir schon bei der Frage, beliebte Frage, ist es besser, durch einen Rechtsanwalt oder durch einen Notar das Ganze machen zu lassen? Die Frage ist, was ist besser? Die günstigere und billigere Lösung ist es, bei einem Notar ein solches Testament machen zu lassen, weil ein notarielles Testament
muss nur eröffnet werden. Wenn Sie ein notarielles Testament haben, müssen Sie nicht zwangsläufig einen Erbschein beantragen. Machen Sie ein handschriftliches Testament, wobei nur ein Anwalt helfen kann, muss ein Erbschein beantragt werden, gerade auch dann, wenn eine Immobilie eine Rolle spielt. Hier entstehen Mehrkosten und auch die Kosten eines Anwalts sind in der Regel höher als die eines Notars. Die günstigere Lösung ist sicherlich also zum Notar zu gehen, weil da nur einmal was gemacht werden muss. Ich denke aber trotzdem, dass es manchmal gut ist, nicht zu einem Notar zu gehen, und zwar deswegen: Im Anwaltsrecht gibt es mittlerweile Fachanwälte für Erbrecht. Ich bin ein solcher nicht. Ich habe mich hineingearbeitet in das Gebiet Erbrecht durch die praktische Erfahrung in den letzten 30 Jahren. Vor 30 Jahren gab es auch noch keine Fachanwälte für Erbrecht, für Familienrecht, für Rechtsgebiet. Das springende Finger erst 10 Jahre nach meinem Beginn als Anwalt an. Mittlerweile gibt es Fachanwälte für Erbrecht. Es gibt aber keinen Fachnotar für Erbrecht. Notare, soweit ich das weiß, sind alles Allgemeinjuristen. Die machen alles, was ihnen übertragen wird. Die dürfen auch keine Aufträge zu einer Beurkundung ablehnen. Geht jemand dorthin und sagt, ich möchte eine Immobilie kaufen, müssen sie das beurkunden. Ich möchte einen Erbvertrag machen, müssen sie es beurkunden. Ich möchte etwas beglauben lassen, müssen die Notare das machen. Die machen also alles und sind nicht spezifiziert auf Erbrecht. Sie haben große Erfahrung im Erbrecht, was nicht zu verkennen ist. Aber ich denke, dass Fachanwälte für Erbrecht, die nur Erbrecht machen und das tagtäglich, im Laufe der Zeit dann doch eine etwas bessere Ausbildung in dem Bereich haben. Also wenn Sie sich einen Gefallen tun, meine ich, suchen Sie sich einen Spezialisten. Und das ist dann in dem Fall, meine ich, auch wenn es die teure Lösung ist, der Fachanwalt für Erbrecht. Das andere Thema ist, ein Notar hat eine andere Funktion als ein Anwalt. Ein Anwalt muss parteiisch sein. Ich muss in einer Strafverteidigung zugunsten des Angeklagten auf Freispruch plädieren, auch wenn ich weiß, dass es der Täter war. Ich muss ihm also helfen. Ein Anwalt kann ganz anders beraten, kann Ihnen aufzeigen, was alles gemacht werden darf und was nicht gemacht werden darf. Wie Sie denn damit umgehen, ist dann wiederum Ihr Problem. Ein Anwalt darf Ihnen zwar nicht aufzeigen, etwas zu machen, was rechtlich falsch ist. Er darf Ihnen aber Hinweise erteilen, was nicht gemacht werden darf. Ein Notar ist gemäß § 14 der Notarordnung ganz anders aufgestellt. Er ist nicht Vertreter einer Partei, sondern muss unabhängig sein und unparteiisch. Er muss also Ihnen eine Regelung vorschlagen, die funktioniert. Und er muss darauf achten, dass, wie soll man es beschreiben, dass das in Ihrem Sinne ist, was Sie haben wollen. Eine Rechtsberatung in dem Sinne, dass er Ihnen groß Vorschläge macht, was noch alles gemacht werden könnte, was einem Anwalt aber aus seiner Funktion obliegt, Ihnen anzuraten, das ist nicht Aufgabe eines Notars. Von daher sind Sie, meine ich, bei einem Anwalt besser aufgehoben, im Vorfeld der Beratung zu überlegen, was kann alles gemacht werden, wo sind die Grenzen, wie weit darf ich gehen. Und was Sie letztendlich daraus machen, ist dann Ihre Sache. In jedem Fall, meine ich, muss dort bei einem solchen Testament ein Spezialist herein, der das kann. Und ich denke, jeder, der zu Hause zum ersten Mal da ein Testament schreiben möchte, der hat da einfach nicht die Kenntnisse und der kennt auch nicht die Rechtsprechung. Also ein Jurist muss beteiligt sein, an welchen Sie sich wenden, müssen Sie sich gut überlegen. Wenn Sie einen Bekanntenkreis einen Juristen haben, ist es manchmal auch sinnvoll, den zu fragen, weil natürlich ist es so, wenn jemand jemanden kennt, der Jurist ist, dann ist die Motivation dieses Bekannten sicherlich größer, sich was zu überlegen, als einer, der dafür bezahlt wird, der nur einmal von Ihnen kontaktiert wird, um ein Testament zu machen. Der muss zwar auch richtig arbeiten und korrekt arbeiten, aber ich glaube, jemand, zu dem Sie eine persönliche Beziehung haben, der ist in diesem Fall auch ein guter Berater für Sie. Zur Not kann der aber auch für Sie dann halt den Kontakt halten zu diesen Spezialisten, zum Notar oder aber zum Anwalt, der für Sie tätig sein soll, um auszuloten, was wurde denn da vorgeschlagen. Denn selbstverständlich kann jemand, der Jurist ist, besser die Worte eines anderen Juristen vom Inhalt her erfassen als ein Laie, der mit juristischen Begriffen nicht viel anfangen kann. Also sollten Sie sich auch überlegen, haben Sie in Ihrem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis jemanden, der Jurist ist,
Fragen Sie den bitte einmal, wen er wählen würde, einen Notar oder einen Rechtsanwalt und wenn ja, welchen. Weitere Besonderheiten in diesem Zusammenhang. Es gibt behinderte Kinder, die sind noch geschäftsfähig. Bei Chorea-Patienten zum Beispiel ist es so, dass nicht jeder, der die Anlage hat, automatisch geschäftsunfähig ist. Solange jemand nicht geschäftsunfähig ist, bestehen also noch weit größere Möglichkeiten, gestaltend tätig zu sein. Der, der Chorea hat, kann noch eine Vorsorgevollmacht erteilen, kann selber also noch beschreiben, wie er ganz gerne sein Leben in Zukunft mit der Krankheit leben will. Er kann auch eine Patientenverfügung schreiben, in der steht, wie weit er behandelt werden möchte, ob er behandelt werden möchte, ob künstliche Ernährung sein muss, ob alles mit Intensivmedizin hinten dran hängen soll, ja oder nein. Er kann noch eine notarielle Generalvollmacht machen, wenn der Behinderte in dem Zeitpunkt, in dem das Behindertentestament gemacht werden soll, selbst schon Vermögen hat, ist halt die Frage, wie damit verfahren werden soll. Er kann also ein Testament machen und sagen, mein Erbe soll sein, meine Schwester, meine Kinder, meine Ehefrau oder wer auch immer. Er könnte einen Pflichtteilsverzicht erklären hinter seinen Eltern. Er könnte eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Wichtig ist auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, solange noch kein Gentest gemacht ist und nicht positiv bekannt ist, ob eine Krankheit vorliegt. All das sind Sachen, die noch überlegt werden sollen, auch schon im Vorfeld, bevor man einen Gentest macht, die Krankheit ausgebrochen ist oder man weiß, was auf einen eventuell zukommt. Fettnäpfchen. Was ist Fettnäpfchen? Ich erlebe sehr oft, dass Leute zu einem Notar gehen und sagen, ich habe bei dem alles geregelt. Notare machen ganz gerne alles, was man in diesem Zusammenhang machen möchte. Patientenverfügung, Generalvollmacht, Vorsorgevollmacht oder gar ein Testament in einer Urkunde. Das liegt daran, dass Notare an der Anzahl der Urkunden, die sie halt haben, bemessen werden. Wird das Notariat zu groß von der Anzahl der Urkunden her, teilt man es auf, da kommt ein zweiter Notar hinein. Deswegen praktizieren Notare es häufig so, dass sie also Sachen zusammen in eine Urkunde hineinpacken, nur um nicht vier Urkunden beurkunden zu müssen und damit die Anzahl der Urkunden in ihrem Notariat zu erhöhen. Deswegen packen sie ganz gerne in Patientenverfügung zusammen in die, mit der Generalvollmacht oder mit der Vorsorgevollmacht in eine Urkunde hinein. Der, dem die Vollmacht erteilt wurde, geht dann mit dieser Urkunde zur Bank und sagt, ich möchte ganz gerne Geld abheben. Und dann liest der Bankbeamte, wie der, der die Patientenverfügung gemacht hat, also das behinderte Kind, in Zukunft ärztlich behandelt werden möchte. In der Patientenverfügung steht auch drin, welche Krankheiten dieses Kind hat oder möglicherweise hat. Der Bankbeamte erfährt also Sachen aus dem persönlichen Bereich heraus, die ihn gar nichts angehen, die er gar nicht wissen braucht. Deswegen halte ich es für zwingend, dass Patientenverfügung auseinandergerissen wird und auf keinen Fall mit den Vollmachten oder gar mit dem Testament zusammen in eine Urkunde hineinkommt. Ich meine, alle vier Sachen sollten in mindestens drei, aber besser vier Urkunden abgefasst werden. Wenn ein Notar Ihnen anderes anrät, bestehen Sie darauf, dass es verschiedene Urkunden sein sollten oder gehen Sie zum nächsten Notar. Beachtet werden muss, dass neben dem Testamentsvollstrecker, der zwingend für ein Behindertentestament vorhanden sein muss, auch möglicherweise ein Betreuer notwendig ist für das behinderte Kind. Der Betreuer hat andere Aufgaben als der Testamentsvollstrecker. Der Betreuer muss Vermögensinteressen durchsetzen. Er muss möglicherweise Leistungen beantragen bei den Sozialämtern in Vertretung für das behinderte Kind. Und da können sich dann die Interessen des Betreuers mit denen des Testamentsvollstreckers kreuzen. Und deswegen dürfen beide meiner Ansicht nach nicht eine Person sein. Der Betreuer sollte nicht der Testamentsvollstrecker sein. Und dann wird es wahrscheinlich auch schon schwierig zu überlegen, wer denn beides sein kann. Da muss man also ebenfalls auf den Einzelfall abstellen. Bei den Steuern müssen Sie aufpassen, auch ein Vorerbfall unterliegt der Besteuerung, tritt dann der Nacherbfall, fallen nochmals Steuern an. Es muss also zweimal das Vermögen besteuert werden. Würde es in unserem Fall oben direkt dem Sohn vermacht werden, würde nur einmal Steuer anfallen. Es muss also zwingend auch ein Steuerberater gefragt werden, welche Auswirkungen steuerlicher Art in einem solchen Fall eintreten.
Das wird kein Jurist Ihnen anraten können, der nicht mit Steuerrecht bewandert ist. Steuerrecht mache ich zum Beispiel nicht, normalerweise Anwälte ebenfalls nicht, es sei denn, sind Fachanwälte für Steuerrecht oder gerade in dem Bereich sehr bewandert und trauen sich das zu. Was passiert mit der Erbschaft hinter dem behinderten Kind? Das Kind hat geerbt, es ist Vorerbe geworden. Normalerweise erben Personen nicht nur Vermögen, sondern auch Schulden. Das Kind hat auf Kosten des Staates gelebt. Der Staat hat Sozialleistungen erbracht und in der Regel können Erben eines Anspruchnehmers, also des behinderten Kindes, auch auf Schulden und auf diese Leistungen in Anspruch genommen werden. Hier ist zu beachten, dass der Vorerbe, also das behinderte Kind, nur Durchgangserbe wird. Der Nacherbe ist nicht Erbe des behinderten Kindes, sondern Erbe des Erblassers, also des Elternteils. Und deswegen erbt es diese Schulden des Kindes nicht. In unserem Fall wurde aber, wenn beide Eltern verstorben sind und keine sonstige testamentarische Regelung der Schwester besteht, der Bruder Erbe werden. Die Erbschaft, die er als Bruder hinter seiner Schwester bekommt, kann er ausschlagen. Andererseits kann er aber die Nacherbschaft, die er als Nacherbe hinter der längst lebenden Mutter oder seinem längst lebenden Vater bekommen hat, annehmen. Da fällt also Nacherbschaft und Erbschaft hinter der Schwester auseinander. Das sind zwei Erbfälle. So, und damit bin ich beim Ende des Vortrages. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wenn jetzt Fragen bestehen, stehe ich gerne für deren Beantwortung zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank, Herr Gutsche, für den sehr informativen Vortrag und die gute Aufbereitung. Ich würde Sie bitten, oben in der Zeile die Präsentation wieder zu stoppen. Dann sehen wir Sie wieder groß. Jawohl, das sind Sie. Prima. Also ganz, ganz herzlichen Dank und Lampenfieber war gar nicht nötig. Haben Sie toll gemacht. Vielen, vielen Dank. Super. Danke sehr. Es sind bisher noch keine Fragen eingegangen. Mir lagen zwei, drei Fragen auf der Zunge. Die will ich gleich mal loswerden. Im Fall von Kind, hat das irgendeine Bedeutung, ob das Kind zu irgendeinem Zeitpunkt volljährig, minderjährig ist? Also ich denke jetzt an handhinkende Familien, wo ein Elternteil erkrankt ist und das die nachfolgende Generation möglicherweise auch Genträger ist, da die Behinderung eintritt. Gilt das auch für erwachsene Kinder oder hat das irgendeine Rolle, das Wort Kind, das Alter des Kindes? Also erbrechtlich ist das also vollkommen egal. Nachkommen, oder? Bei diesem Behindertentestament, bei einem Kind wird es bei Huntington, glaube ich, in den jungen Jahren noch nicht bekannt sein, denke ich mal. Huntington ist ja erst eine Krankheit, die im Laufe der Zeit so langsam Genau. schleichend immer stärker einbetrifft. Testamentarisch oder erbrechtlich sehe ich da keine Schwierigkeit. Das ist vollkommen irrelevant. Okay. Es sollte versorgt werden. Okay. Und dann nochmal das Thema Behinderung. Gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten? Also jede Art von einer Schwerbehinderung oder was Behinderten meinen wir damit? Also Behinderung heißt ja, ein Kind ist, also jemand, der ein Bein gebrochen hat Genau. oder dem ein Bein amputiert wurde, der kann sein Leben ja doch leben und braucht keine Sozialleistung. Also das Thema Behindertentestament, was wir jetzt gerade angesprochen haben, betrifft den Fall, dass zu erwarten ist oder dass es schon eingetreten ist, dass das Kind Sozialleistungen gleich welcher Art irgendwie in Anspruch nehmen muss. Und für den Fall ist dieses Testament gerade halt das, was gemacht werden sollte. Ja, nicht für das Kind, der also nur körperlich gebrechlich ist, dem ein Bein fehlt oder so eine Art. Okay, genau. Wir wollten noch eine besondere gewaltige Behinderung, also wenn man die Begrifflichkeiten richtig zu einzuordnen. Es ist für jede Art der Krankheit, ob es nun halt für Chorea ist oder für Alzheimer oder Demenz oder egal was, immer dann, wenn halt Leistungen des Staates abgefragt werden müssen und ein Erbfall tritt ein und dann dadurch durch diesen Erbfall Vermögen auf das behinderte Kind übertragen wird. Da ist es egal, welche Krankheit es ist. Okay. Passt. Prima, danke. Und eine Frage habe ich auch noch auf der Zunge. Der Testamentsvollstrecker, dem kommt ja eine ziemlich wichtige Rolle zugute. Der darf ja über Ja. viel in seinem Ermessen entscheiden dann. Wie finde ich einen guten Testamentvollstrecker? Ja, das ist auch für die Sache, die ich gerade schon angesprochen habe. Wenn es also
Es können, also Testamentsvollstrecker kann im Prinzip jeder werden. Das muss kein Jurist sein. Ah. Das ist also nicht so, dass zwangsläufig ein Anwalt oder ein Notar beauftragt werden muss. Das könnten auch Geschwister sein, das könnten auch die Eltern selber sein, das könnten entfernte Verwandte sein, das können Freunde sein, das können Nachbarn sein. Wichtig ist, dass man zu diesem Testamentsvollstrecker Vertrauen haben sollte. Der Testamentsvollstrecker ist auch rechenschaftspflichtig. Er kann auch von dem, der Nacherbe wird, auf Auskunft in Anspruch genommen werden und von ihm kann verlangt werden, zu sagen, was er mit dem Vermögen gemacht hat. Und der Nacherbe kann auch sicherlich sagen, da überschreitet der Testamentsvollstrecker jetzt seine Rechte, die ihm nach Testament übertragen worden sind. Und es gibt auch sehr oft Streitigkeiten in dem Bereich, was darf der Testamentsvollstrecker und was darf er nicht, wie weit darf er gehen. Ja, also wie finde ich einen Testamentsvollstrecker? Also, Sie sollten Ihr persönliches Umfeld gucken, Freunde, Bekannte. Es soll sicherlich hier nicht gerade der Großonkel sein, der seiner schon 85 Jahre alt ist. Ich glaube, es sollte jemand sein, der halt ein bisschen versiert ist, der sich auch engagiert durchsetzen kann. Juristische Kenntnisse wären von Vorteil, denke ich mal. Es kann ein Freund sein, es kann der Freund eines Freundes sein, dem er das zutraut, von dem er gehört hat, dass der das schon mal gemacht hat. Es können Anwälte angesprochen werden. Es kann ein Steuerberater theoretisch machen. Okay, vielfältige Möglichkeiten. Und ich habe ein Bild Richtig. davon. Okay. Ja, danke. Das waren meine ganz dringenden Fragen, die ich loswerden wollte. Jetzt sehe ich eine Frage im Chat. Und zwar kommt von Hannelore eine Frage, die heißt: Kann ein Testamentvollstrecker einem gesetzlichen Betreuer vorschreiben, wie das Erbe verwendet werden soll? Ja, der Testamentsvollstrecker ist der, der sich auf das Vermögen draufsetzt. Er hat, das ist denn das Vermögen, das im Rahmen der Vorerbschaft auf das behinderte Kind übergegangen ist, für das Kind zu verwahren. Und deswegen kann der Betreuer dem Testamentsvollstrecker nichts vorschreiben. Andererseits ist der Testamentsvollstrecker an den Willen des Erblassers gebunden. Er muss das Testament so ausführen, wie der Erblasser, der Elternteil, es beschrieben hat. So, das ist seine einzige Handhabe, wie er mit dem Vermögen umgehen darf. Deswegen braucht er sich nichts sagen lassen. Danke dafür. Und nochmal Testamentvollstrecker, kommt eine Frage von Regina gerade rein. Die möchte wissen, wie hoch sind die Gebühren für einen professionellen Testamentsvollstrecker? Kann man nicht sagen, es gibt keinen festen Satz. Es gibt eine Regelung. Notare haben früher einmal eine Testamentsvollstreckerregelung für sich ausgearbeitet und haben da hineingeschrieben, was bei einer Testamentsvollstreckung verlangt werden darf. Da kommt es aber immer darauf an, um was für ein Vermögen es sich handelt. Ist das halt nur ein Barvermögen, das auf dem Konto liegt, wo die Zinsen überwacht werden müssen, oder ist es halt eine Immobilie mit 10 Mietwohnungen, wo laufend die Mieter wechseln? Wie viel Arbeit steckt da drin? Wie viel Zeit ist da notwendig? Wie groß und wie streitig ist das Ganze? Es gibt also ähnlich wie bei einem Makler, der seine Provision nach dem Wert des Hauses bekommt, seine 3% plus Mehrwertsteuer, auch eine Regelung bei Anwälten, bei Notaren und bei Testamentsvollstreckern, die sich nach dem Vermögen auch richtet. Nach dem Vermögen und andererseits auch nach dem Zeitaufwand, nach der Schwierigkeit. Das heißt also, man kann nie von vornherein sagen, eine Testamentsvollstreckung kostet 1.000 Euro, 2.000 Euro oder 3.000 Euro. Das kann auch vereinbart werden. Es kann auch so sein, dass der Erblasser, der jemanden als Testamentsvollstrecker vorschlägt, ganz konkret in das Testament aufnimmt, was als Vergütung dem Testamentsvollstrecker gegeben werden kann. Und dann kann der Testamentsvollstrecker sich überlegen, ob er die Testamentsvollstreckung annimmt und übernimmt oder nicht. Oder ob ein anderer gesucht werden muss. Also im Zweifel sage ich, es sollte abgesprochen werden Ja. zwischen Erblasser und Testamentsvollstrecker, damit dann angemessenes Salär auch fließt. Ja, verstanden. Vielen Dank dafür. Okay, wir haben gerade keine weiteren Fragen. Ich hatte gestern Abend noch eine Frage erhalten, die ist nicht so eng am Thema Behindertentestament. Die kann ich auch mal vorlesen. Und zwar fragt Astrid: Wie sieht es aus, wenn meine Eltern, Astrid ist, Erklärung, Astrid ist Angehörige eines handkranken Betroffenen, die Partnerin, die Frau. Wie sieht es aus, wenn meine Eltern mir ein Haus vererben? Sollte mein Ehemann in eine Pflegeeinrichtung müssen,
muss ich ja zu 50% mit meinem Vermögen für ihn aufkommen. Wie schützt man ein Vermögen aus Hausgeldbeträgen, um es auch an die Kinder mal weitergeben zu können, so wie wir uns das mal gedacht hatten? Oder ist es sinnvoller, dass meine Eltern das Haus direkt an meine Kinder überschreiben und ich nur ein Nießbrauchrecht habe? Ja, das sind jetzt verschiedene Rechtsbereiche. Das ist einmal die Frage, der Ehemann ist wahrscheinlich der, der behindert ist. Der Betroffene, ist, genau. Irgendwann mal die Krankheit erwartet werden kann. Und da stellt sich die Frage, wie muss die Ehefrau mit ihrem Vermögen, auch eventuell dem ererbten Vermögen, den Ehemann unterhalten? Es gibt eine Unterhaltspflicht zwischen Eheleuten und aus dieser Unterhaltspflicht heraus muss sie auch für die Heimkosten aufkommen. Wenn sie dann was erben sollte und würde Vollerbe werden, würde das ihr Vermögen sein. Auch mit dem ererbten Vermögen müsste sie für den Unterhalt des Ehemannes aufkommen. Das ist also erstmal keine Frage. Deswegen ist es eine Frage des Unterhalts. Muss sie also Unterhalt zahlen für den Ehemann, sprich Heimkosten übernehmen, ja oder nein? Da sage ich im Prinzip ja, wenn sie es kann, mit ihrem Einkommen, mit ihrem Vermögen. Wenn dieses ererbte Haus der Eltern dieser Ehefrau dann nur ein Mietshaus ist, dass sie das Mietshaus nutzt, dann ist es sicherlich so, dass es möglicherweise auch verwertet werden muss. Würde die Frau mit ihrem Ehemann dort selber einziehen, ist es ein eigengenutztes Einfamilienhaus und eigengenutzte Einfamilienhäuser, in dem die Ehefrau weiter wohnt. Das muss nicht so ohne weiteres verkauft werden. Das ist der eine Aspekt, also die unterhaltsrechtliche Schiene. Die andere ist sicherlich auch so, man kann aus diesem Fall sicherlich auch eine testamentarische Regelung treffen, indem die Eltern der Dame genau das machen, was wir gerade beschrieben haben im Behindertentestament. Hier ist zwar nicht die Tochter, spricht Astrid, ist sie, glaube ich, die ja. Behinderte, aber es könnte genau das Gleiche gemacht werden, was hier mit dem Behindertenkind gemacht wird, dass die Astrid nur Vorerbin wird und die Kinder der Astrid Nacherbe und dass Astrid nur aus den Einnahmen des Vermögens, was hier betragen werden soll, also aus den Mieteinnahmen, sich finanzieren darf. Da müsste aber auch wieder ein Testamentsvollstrecker rein, der ihr zugesteht, das und das zu bekommen, entsprechend dem, was die Eltern dem Testamentsvollstrecker aufgetragen haben. Also ich glaube, hier gibt es verschiedene Ansichten, wo man halt oder verschiedene Probleme, die da hineinwirken. Da müsste man, glaube ich, mal den Einzelfall gesondert besprechen. Ich glaube, das ist nicht das typische Behindertentestament, weil wenn Astrid hier einen Testamentsvollstrecker vorgesetzt bekommt, der ihr sagt, du kriegst heute nur einen neuen PC, wenn oder der alte PC schon 5 Jahre alt ist, dann überschreitet das irgendwo eine Grenze, wo ich sage, das kann so richtig sein. Ja, also, aber das Modell wäre übertragbar, sagen Sie. Das Modell müsste an sich anpassbar sein, ja, richtig. Mhm. Okay, schon mal danke dafür. Okay, schon mal gelernt, ganz viel heute. Fragen gibt es im Moment jetzt keine, von daher, ich würde trotzdem mein Angebot vom Anfang aufrechterhalten. Ich mache jetzt einmal den Vortrag zu Ende und lasse aber die Sitzung laufen ohne Aufzeichnung. Wer dann noch Fragen hat, kann gerne nochmal sich zu Wort melden, dann ist die Aufzeichnung beendet. Okay, ich zeige nochmal meinen Bildschirm. Und zwar habe ich mir auch Gedanken gemacht im Vorfeld, was hat die Deutsche Huntinghilfe in dem Themenkomplex an Infomaterial noch zu bieten? Das Thema Behindertentestament selber haben wir nichts, was ich in der Richtung gefunden habe, auch aus meinem eigenen Fundus. Ich habe es irgendwo hier liegen. Es gibt so kleine Büchlein, die finde ich ganz, Moment, mag die Kamera das nicht zeigen. Die gibt es beim Bundesministerium für Justiz. Und die gibt es zum Thema Erben, Vererben, Betreuungsrecht, Patientenverfügung. Kann man dort kostenlos anfordern, finde ich sehr geschickt. Das andere habe ich auch hier. Hat mir selber sehr geholfen. Das sind so auch dickere Broschüren, schade, sieht man nicht so gut. Die gibt es von der Stiftung Warentest, kosten um die 12, 13 Euro. Zu verschiedenen Themen, rund um Nachlass, Vorsorge, Notfall, geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber streift auch die Themen, die wir heute angesprochen haben. Wir Behindertentestament selber haben wir nicht. Ich habe nur Themen am Rande gefunden, aber finde ich trotzdem in dem Zusammenhang spannend und erwähnenswert. Wir haben was selber auf der Website, hier Patientenverfügung oder Elternunterhalt, noch ein anderer Aspekt, aber gibt es auch. Soziale Themen haben wir. Dieses Büchlein, A bis Z-Ratgeber, den wir anbieten. Oh, die Preise stimmen nicht mehr. Das muss ich aktualisieren noch.
Auf alle Fälle kann man uns auch ansprechen, nicht zu solchen juristischen Sachen, aber generell zu jeder Frage, auch zum Austausch einer Beratungsstelle, unsere Verbände ansprechen, die jungen Menschen können uns ansprechen, unsere Gruppentreffen kommen. Wir haben nicht sicherlich nicht so detaillierte Fragen gestellt, aber wir sind gerne für jeden da und vermitteln dann auch wiederum weiter. Und haben Online-Angebote, zum Beispiel auch nächsten Samstag, heute in einer Woche, gibt es Neuigkeiten aus der Forschung. Wir haben alle Sachen auf der Webseite, machen spezielle Treffen für Angehörige, für junge Menschen und unterstützen den Podcast von der Alina Grow Strong. Das ist das, was ich zeigen wollte heute. Jetzt kommt da doch noch eine Frage rein, da schaue ich mal nach. Landratsämter haben Notfallmappen. Okay, vielen Dank für den Tipp, Roswitha. Müssen wir gucken, wie wir weiter aufbereiten können. Das ist wunderbar. Dann sage ich an der Stelle ganz herzliches Dankeschön, Herr Gutsche, und auch an die verbleibenden Teilnehmer, die sich heute uns zugeschaltet hatten, und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Tschüss. Danke sehr. Alles Gute Ihnen allen. Danke.